jetzt hier bei Jörg Fuhrmann und habe das hypnagogische Atmen zum ersten Mal erlebt. Ich habe vorher schon mal eine Groove-Sitzung mitgemacht, als es in Deutschland ganz neu war. Das war sehr beeindruckend, wirklich, war für mich auch sehr toll und beängstigend. Dieses hier war auch sehr beeindruckend, aber nicht so beängstigend. Die Musik war sehr fantastisch, sehr laut, sehr herausfordernd. Am Anfang auch so, dass ich manchmal dachte, ich sitze jetzt hier irgendwo in der Hölle, in der Höllenglut. Aber dann wurde es besser und das Gute daran war der Gong, der Rhythmus, der immer beibehalten wurde, der mich also hielt, wo ich nicht dachte, ich kriege das mit der Angst zu tun. Ich habe nie Angst gehabt. Und das Schönste war das Ende, wo ich an meine eigene sehr traurige Kindheit dachte, wo meine Mutter mich nicht geliebt hat, wo ich fast mich umbringen wollte, indem ich in einen Teich in Berlin gegangen bin mit 2 Jahren, wo mich 2 Schäferhunde rausgerettet haben. Hier ist auch ein Schäferhund, mag ich sehr gerne. Und ich daran dachte, wie schrecklich das alles war. Und ganz zum Schluss, als ich lauter Glöckchen hörte, die wohl der Jörg um mich herum bewegt hat, wunderschön, fast wie im Himmel, da kriegte ich plötzlich so ein ganz enges Gefühl zu meiner knapp 4-jährigen Enkelin, die einzige, die ich habe. Und habe auf einmal so eine Liebe gefühlt und habe gedacht, jetzt kann ich das irgendwie weitergeben, was ich nicht hatte, nämlich die Liebe. Das hat mir das gegeben. Vielen Dank, Jörg.